Hallo und willkommen zu meinem Video über den Stop-Loss und Take-Profit bei IQ Option. Der ist erst seit heute verfügbar. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist er noch nicht für jeden verfügbar. Ich jedenfalls kann ihn schon benutzen in meinem Account. Und deswegen wollte ich ihn hier kurz erklären und vorstellen. So, der Stop-Loss und Take-Profit, das sind zwei Level. Die sind nur bei Forex und Kryptowährungen relevant. Ich bin jetzt gerade bei Kryptowährungen und zeige das hier. Beim Forex ist das im Grunde dasselbe. Ich bin hier bei Bitcoin. Das können wir mal wegmachen. Und auch den Fibonacci mache ich mal weg. So, man sieht hier jetzt, vorher hatte ich hier nur Betrag zum zur Auswahl. Jetzt habe ich hier noch das automatische Schließen von Positionen. Hier kann ich festlegen, bei wie viel Prozent im Gewinn die Position geschlossen werden soll. Oder bei wie viel Prozent im Verlust. Das ist voreingestellt auf 100. Also mehr als die 100%. Also 1 Dollar, Euro kann ich hier nicht verlieren momentan. Ich kann hier auch auf Gewinn im Geld gehen. Zum Beispiel. Das wäre dann halt pro Euro. Da könnte ich hier jetzt zum Beispiel 50 Cent angeben. Oder auch nicht. Gibt einen ganzen Euro. Ja, und hier ist das Gleiche. Kann ich in Geld oder in Prozent angeben. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel 10 mache und hier 1, dann wird die Position, die ich dann kaufe, bei 10% im Gewinn oder bei 1% im Verlust automatisch geschlossen, ohne dass ich dazu was machen muss. Der Stop-Loss, der bezeichnet das untere Level hier und der Take-Profit das obere Level. So, das war eigentlich schon die Erklärung für Stop-Loss und Take-Profit. Möchte ich noch kurz zeigen, wie ich den persönlich bestimme. Da gibt es viele Varianten, um das zu machen. Da sollte man sich die beste für sich selber suchen. So, das ist wie gesagt nur ein Beispiel. Hier sieht man, ist ein Trade, den bin ich glaub, nicht eingestiegen. Es ist ein Long Trade, also ein Trade nach oben. Ich gehe davon aus, dass Bitcoin steigen wird. Hier ist wie gesagt der Einstieg. Hier, das hier ist die Gegenbewegung zu der Bewegung in Trendrichtung. Jetzt nehme ich den Fibonacci und zeichne den gegen die Zeitrichtung drüber, dann sieht man, dass ich hier die 100 habe. Das ist der höchste Punkt, der hier in der Bewegung erreicht wurde. Dann sieht man hier oben, dass ein weiteres Level eingezeichnet wird, die 161. Ich markiere das mal kurz. Die hier würde ich beispielsweise als Take Profit nehmen. Kann man einfach hier gucken, kann hier hinten ablesen und dann in etwa berechnen, wie viel das ist. Das ist ein Beispiel. Das zweite ist, zum Stop-Loss mache ich den Fibonacci nochmal weg und zeichne den in Zeitrichtung oder Trendrichtung. Dann sieht man hier die Level 23, 38, 50, 61. Man sagt generell, dass wenn die 61 im Aufwärtstrend unterschritten wird oder die 50 im Aufwärtstrend unterschritten wird, also die meisten gehen von der 61 aus, dann sieht man das als Trendbruch, als Ende des Trends. Also könnte man beispielsweise hier circa den Stop-Loss setzen. Man muss sich natürlich an die Strategie bzw. an die Handelsmethode, Entschuldigung, anpassen, wie man selber handelt. Und sowohl Stop-Loss als auch Take-Profit sollten im Verhältnis zusammenpassen. Das ist wie gesagt nur meine Variante, wie ich das handhabe. Da gibt es viele Varianten, die kann man findet man auf YouTube und überall sonst im Internet. Ich hoffe, ich konnte hier kurz zeigen, wie man den Stop-Loss und Take-Profit benutzt bei IQ Option und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.